Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, letzte Folge ging's nicht. Ich habe leider ja eine kaputte Aufnahme gehabt. Ich habe ein bisschen einfach in der Story weitergemacht, also in der Kampagne, diesen Bogen hier gefunden. Es ist nicht viel passiert. Einfach, wir haben uns ein bisschen durchgebissen. Wir haben ja vorletzten Folge, also ja in der letzten Folge für euch, ja, gesehen, der Bild ist nicht so gut gestartet und das ist gefixt. Also das ging plötzlich dann ab wie die Uzi. Und wir sind einfach Akt 6 und Akt 7 bis hierhin gekommen. Jo, schauen wir mal. Es liegt an ein paar passiven Nodes, dass ich so gut wurde. Richtigen Ding haben. Ja. Da. Also es liegt vor allem an Ethereal Arrows, wegen erhöhter Schaden, je nach Bogen, also Schusskosten, hat halt den Multishot wahrscheinlich geboostet und dadurch machen wir viel mehr Schaden. Haben wir erst 3 Punkte drin von 10 und hier einen Sniper's Gambit, bekommen wir also 2% mehr Schaden im Nahkampf. Ist aber nicht so schlimm, weil wir gut ausweichen. Jo. Also, dann machen wir doch noch ein bisschen den Schaden hoch. Haben wir noch einen Punkt? Nee. Gut, also 4% mehr Schaden. Nicht so schlimm. Ja, Last Epoch macht bei mir auf dem PC ein bisschen Probleme. Die Aufnahmen sind manchmal dann einfach schlecht. Also, es ist einfach zu heiß für ihn zum Aufnehmen. Dann keine Ahnung, wie genau Ursache. Wie genau das funktioniert, aber ich muss halt einfach den Lüfter ein bisschen stärker einstellen, scheinbar. Das kann es also Wasserkühlung. Wie sagt man denn das genau? Eine Wasserkühlung, die tut eigentlich immer gleich, glaube ich. Die kann man gar nicht richtig einstellen. Es gibt kein Menü dafür. Oh. Haben wir noch ein bisschen Probleme mit diesen schnellen, dicken Gegner? Gut. Also, und eventuell brauche ich eine bessere Wasserkühlung, die viel mehr tut kühlen. Oder ich muss halt ständig irgendwie MSI, Afterburner und so einstellen. Das musst du immer manuell einstellen, also nicht von Anfang. Du musst also immer sagen, ja, deine Temperatur möchte nur 70 Grad sein im PC. Und nicht irgendwie 90 Grad werden und so, sonst macht es einfach schlechte Aufnahmen. Jo, und finde ich ein bisschen doof. Schade, aber da eben Last Epoch überhaupt nicht performance optimiert ist, viel zu viel Leistung braucht, obwohl die Grafik und so nicht so schön ist. Also ich spiele Spiele, die grafisch tausendmal besser sind und viel flüssiger laufen, die besser für Aufnahmen sind. Und dann kommt so Last Epoch, wo ein bisschen, ja, grafisch da ist, aber viel, viel mehr Leistung verbraucht. Ist ein bisschen komisch. Das gibt es ja schon immer bei Last of Us, dass man manchmal ein bisschen mehr Leistung verbraucht. Das Spiel mehr Leistung verbraucht. Das ist richtig formuliert. Jo, dennoch eben. Spiel ist das schon super und. Jo, man kann es eigentlich fast gar nicht sagen. Also man kann nicht sagen, ja, ich spiele das Spiel nicht mehr, weil es zu viel Leistung verbraucht. Spielt es trotzdem, es ist ja nicht immer oft. Aber manchmal dann irgendwie hängt es vielleicht von Gegnern ab oder so. Dass manche Gegner viel, viel mehr Leistung verbrauchen. Also irgendwie anders designt sind, alt sind noch. Also sie haben ja diese Schildkröten umgewandelt in so. Und das Ganze. Ich finde es jetzt nicht so schön, die neuen Gegner. Aber die haben so viel Leistung, glaube ich, gezogen. Und die ganz Großen mit ihren Nekrotik-Explosionen in der Baracke. Ja. Ist ein bisschen schade, dass man viel angesetzt hat. Wow. Ich komme viel zu früh Sorgen zu nehmen.
das in den Bewegungen anscheinend. Nein. Oh gut. Oh. Hey, wieso ist... Wieso ist Amalosh immer noch so verbrochen? Man bekommt viel zu viel Stun über. Man kann gar nicht rauslaufen. Heftigst, hä? Also... Liebe Entwickler, nehmt euch mal ein bisschen mehr Mühe. Macht ein gutes Spiel, aber es hat immer so mega Zacken. Oh, das ist ein guter. Sehr schön. Gutes Idol. Wunderbar. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Es ist früh am Morgen. Okay, früh nicht, aber ich bin so aufgestanden, dass es noch früh für mich ist. Also für meinen Körper. Und jo. Ich wollte gestern Abend schon aufnehmen, ich war aber ein bisschen zu müde, es hat gewittert. War jetzt nicht so toll. Ja, jetzt müssen wir leider wieder zurückgehen. Müssen wir noch ein bisschen laufen, ich will lieber weniger laufen. Und noch ein bisschen vorwärts kommen. Ja, ich freue mich jetzt auf die Monolithen, da können wir gut durchrushen. Aber noch sind wir noch ein bisschen zu wenig gut. Wir brauchen noch alle Idol-Slots. Und ja, wir sind extrem squishy, also ich traue mich einfach noch nicht rein. Hier ja nicht der. Und ich bin ja einmal gestorben, weil ich kurz auf das Menü geschaut habe. Und das reicht mir für diesen Charakter. So doof, dass man nicht mal ins Menü schauen kann, weil die Gegner irgendwie zufällig herumlaufen und gerade uns sehen. Zufälligerweise einfach gespawnt werden vor einem, wenn wir nicht hinschauen, wenn wir in einem müssen. Aber ich kann es manchmal nicht verstehen, dass in diesen Online-Games, wenn man schon inaktiv und rumstehen ist, nicht irgendeinen Schutz hat. Also nicht unbedingt. Ja, einen Schutz kann man ja bald fast nicht machen, oder? Und dass die Gegner einem nicht angreifen. Weil ihr sagt, okay, ich greife jetzt momentan nicht an. Aber man ist ja eigentlich ja, so 2-3 Sekunden dort und es greift keinen Gegner an. Wieso müssen dann irgendwie 5 Sekunden oder 10 Sekunden später die Gegner angreifen? Ich verstehe es nicht. Das sind meine häufigsten Tode, weil ich mich gerne einfach ein bisschen in den Menüs vertiefe, Gedanken mache, praktisch plane, was ich skille. Also in einem solchen Spiel, wo man so viel skillt, sollte ja die Gegner nicht so mega Sichtweite haben. Das ist nur gecheatet, das macht keinen Spaß. Ich kann es ja schon verstehen, dass mit in einem Kampf dann die Gegner. Die können ja, wenn sie es hören, oder? Die kann man ja auch einfügen, aber. Ah, ja, die Entwickler sind halt faul. Was die manchmal entwickeln oder eben nicht entwickeln, ist ja schon. Ich sage ja nichts, oder? Aber. Das ist nicht genau das, was ein Zocker braucht. Updates, oder? Ich will wieder das Neue sehen nach einiger Zeit. Braucht ein Zocker. Und die Entwickler machen einfach gar nichts dagegen. Hüpfen von Game zu Game. Oder wir hier in Last Epoch, eher sie machen einfach viel zu wenig. Man ist nicht gesättigt. Man ist überhaupt nicht gesättigt. Trotzdem hat man natürlich genug zu spielen. Ich habe schon 1200 Stunden gespielt. Aber man möchte halt immer wieder Neues sehen und nicht Altes die ganze Zeit wiederholen oder grinden die ganze Zeit. Es ist ein bisschen komisch, man hat sehr viel Spaß am Game, aber man mag halt vieles auch nicht. Ja, und so die gewissen Bild sie nicht so ausbalanciert oder manche machen extremsten Schaden, halten alles aus und die anderen, ja, kriegst du nicht mal auf Level 40. Sie müssen, oh, nicht deprimiert, aber das ist einfach ein bisschen unfair. Ich will ein Spiel haben, was fair ist. Je, was man ja so spielen kann, wie man will. Und nicht nach Make-up-Builds und so anschauen. Okay, das ist auch ein bisschen. Das ist gut, ja. Es wird halt schwer mit diesem viereckigen 2x2 wieder. Also, wir brauchen mal. Das obere nehme ich nicht, das Weg oben.
Weil da werden die... Oh, ich muss dort drücken. Da werden... Ja, die... Die Mana-Regeneration von 0 Mana-Kosten-Skills werden hochgesetzt und das ist nur Punktur bei uns. Werden... Was ist das? Mana? Ich habe es jetzt einfach falsch gesagt. Ich wollte schon das Richtige sagen. Die Mana-Regeneration wird erhöht, wenn man die einsetzt. Und das bedeutet halt, man muss immer wieder Punktur mehr einsetzen. Das will ich nicht. Ich will lieber, ja, geringere Mana-Kosten haben. Und was man mit dem Passiven auch macht, ist die Mana-Kosten von Mana-intensiven Mana-Kosten-Skills noch erhöht. Das können wir momentan nicht substanzen. Substainen. Schwieriges Wort. So. Ja, wieso ist Englisch so schwierig? Mit Französisch, Italienisch und Spanisch keine Probleme. Auch Japanisch ist für mich nicht so schwer zu lernen. Da habe ich auch gar nicht so viel Zeit, das alles komplett zu lernen. Und jo. Auch im Englischen sind verschiedenen Aussprachen und so. Veränderung aller Buchstaben. In ein anderes, also andere Ton, in andere Buchstaben umwandeln sozusagen, ist ein bisschen schwer. Und für einen Schweizer wäre keine Wiedergabe war. Also ich bin eher ein Talhain übrigens. Irgendwo aufgewachsen, wo also eine Talgrube ist und noch ein Plateau. Das ist kein Berg, das ist nicht Obst. Und war natürlich öfters auf diesem Plateau, da mein Vater aufgewachsen ist. Ganz aufgewachsen bin ich ganz im Tal unten. Richtung diesem Talkessel. Und viel weiter unten Richtung Basel, viel weiter nach Basel. So. Ja, ich hab's schon genossen, aber heutzutage mit dem Internet und so sagst, bist du sagen, hey. Bist du nicht irgendwo in einer Stadt aufgewachsen, wo es ein bisschen besseres Internet gäbe? Ich hatte wirklich immer schlechtes Internet. Wenn ihr meine Videos von 2018 oder älter schaut, ja, hatte ich manchmal Internetprobleme. Also, sehr wenig natürlich, aber es war so, ja, manchmal einfach nervig. Manchmal ein bisschen schlechtes Internet hat, manchmal was weg. Heutzutage nörgelt man drum, wenn man 5 Minuten Wartungsarbeiten oder so ist. Okay, in manchen Spielen, großen MMORPGs, dauert es bis zu 2 Stunden oder so. Und okay, ja. Muss ja auch nicht sein, wenn man nörgelt. Ich bin froh, dass es gerade sehr viel Spaß macht, weil man auch ausweichen muss. So. Und dass man eigentlich die meisten Gegner so killen kann, dass sie nicht so angreifen kann. Ich muss aber schauen, diese Gegner sind echt nicht wie sie besser. Ja, die anderen auch nicht, die großen Ziegenmenschen. Nee. Ja, es ist halt schade, dass es ein Channelings-Kill ist. Ein Channelings-Kill sind eigentlich ja ziemlich verpackt oder einfach auch unbalanciert. So anbauen. Ja, so finde ich schon. Hey, Leute. Dachte ich schon, ich hätte noch ein bisschen. Also sie verlieren manchmal diese Vervielfältigung. Synchronized Strike. Synchronic. Das ist schwer. Synchronized.
Wieso nicht synchronisiert? Das ist doch viel einfacher. Die Wölfe, die gefallen mir sehr. Richtig toll designt. Da haben sie sich echt Mühe gegeben, Animationen zu machen. Sehr schön. Ja, die Wild sein. Komm, wir gehen Wild sein mit Schweinejahre. Gothic 3 Feeling. Jo, also Gothic 3, ich könnte vielleicht mal jetzt Päppchen. Einen guten Mod vielleicht eher. Weil das Spiel sehr unfertig ist in der Originalfassung. Zu wenig. Ja, schwer. Aber die ersten zwei Teile, da habe ich mit der Steuerung vor allem Probleme. Und es läuft halt nicht so gut auf meinem Rechner. Muss ich mal ein bisschen schauen. Wie und was. Ja, ich muss einfach die Mods wieder installieren wollen. Das ist halt ein bisschen schwer. Wir brauchen sehr viele Core-Mods, um überhaupt zu laufen und nicht abzustürzen und so. Muss ein bisschen schauen, aber Gothic hat mir sehr gefallen. Egal welchen, also wahrscheinlich den ersten Teil zuerst. Ich muss aber zuerst mal ein bisschen Zeit haben, das richtig einzustellen. Außer jemand kann es für mich tun, klar. Jemand, der das schon viel mal gemacht hat. Red Dead Redemption 2 wird wahrscheinlich in den Tagen kommen, weil ich ja damals noch ein Livestream gemacht habe, was ich gekauft habe. Das war, glaube ich, im April. Ein Livestream gemacht. Ob der jetzt halt YouTube drin ist, weiß ich nicht. Ich war ja damals in einem Festplattencrash nicht in der Möglichkeit, dieses auch zu, also hochzuladen auf YouTube, bevor sie gelöscht werden. Nur 16 Tage oder sogar wenige. Wo dann sofort wieder gelöscht werden auf Twitch. Echt eine Schweinerei. Ja, die Festplatten, die Server sind halt klein. Sie nutzen einfach viel zu viele. Was hat eigentlich YouTube für Server? Das frage ich mich. Wie groß sind die und wie viel pro Region gibt es und so? Das ist ja von der Grenze. Das hat sich viel, viel weniger gedacht. Obwohl die eigentlich fast mehr Geld hätten, oder? Okay, sie verlieren auch sehr viel Geld, aber. Nur wie mehr große Streamer gehen weg von Twitch. Neuen Plattformen, die starten gar nicht irgendwie gut oder so. Dann kommen sie wieder zurück oder gehen auf YouTube und so. Ein bisschen komisch, diese Hüpfereien im Stand. Ich mach's nicht. Und auch wenn ich bei YouTube gar nicht so wachse, nur mehr Aufrufe bekomme, es geht mir gut auf YouTube. Also, Twitch ging es ja manchmal doch schleppender. Einfach auch die Games gar nicht mehr so gelivestreamt werden. Also, nein, Köpfen natürlich. Also, Fast Epoch war während einer guten Zeit doch viel zu wenig gelivestreamt worden. Aber fast gar keine Zuschauer damals gehabt. Und im April gut und dann gab es ja wieder eben diese Crash. Ey, wie stark ist dieses Eis? Ich muss unbedingt etwas gegen Eisschaden. Diese Resistenzen hochhalten. Ja. Ja, aber so sind die Charakterklassen halt unbalanciert, oder? Wieso muss ein Ding, ein Rogue, so wenig Resistenzen bekommen? Ich finde kaum Items mit Resistenzen, die ein bisschen besser sind, oder? Weil im Allgemeinen bessere Stats haben. Geht einfach gar nicht. Da wird schon lange kein Item mehr ausgetauscht und die Unix sind einfach viel besser, aber squishier.
Keine Ahnung. Also, einfach treibe ich glaube ich hier hin. Ah, grüezi! Das ist ja der Baum. Auch diese Sachen. Also ein anderer, Skill. Und wenn ich mehr Zuschauer habe, also wirklich Zuschauer, die fast jedes Game schauen und so, dann kann ich einfach mal die alten Klassiker und so machen, die ich damals so gerne gespielt habe. Zum Beispiel Grandia und Alundra. Alundra 2 hat mir sehr gefallen, obwohl viele eigentlich das Spiel gar nicht gut fanden. Vielleicht kann ich es mal let's playen, das Alundra 2. Das ist ein bisschen ein lustiges Game. Ein bisschen ein komisches Game auch, aber es war einfach sehr motiviert für mich. Ich möchte dir gerne zeigen, wieso. Tell me more of this immortal emperor on our journey. Dankeschön. Und jetzt bin ich leider fast fast rippy. Zu rippy. Muss ich schauen, wie ich durch Abkracht komme. Was unglücklich, schade. Man kann nicht ein bisschen mehr reden. Reden lassen. Ja. Not happening. Ich bin eben so motiviert, Last Epoch zu spielen, aber ich nerv mich ein bisschen zu viel, habe das Gefühl. Über Sachen wie zum Beispiel, dass man dort nicht so schnell durchklicken kann. Wir sind nicht oben und unten. Zeigen lassen. Unten auswählen muss und oben auswählen muss. So, wie mache ich jetzt das mit dem Reiten? Ja, das brauche ich. So. Also hier ist eben dieses Critical Strike drauf, das ist sehr wichtig. Das Leben möchte ich auch mitnehmen. Da der Schaden. Exit ist wichtig. Strike. Wenn ich das hier hin tue, verliere ich aber 2 von Resistenzen. Auch den Schaden wieder rausnehmen. Resistenzen sind wichtiger. Dafür hier Critical Strike noch mehr in die Höhe treiben. Das ist eigentlich mit der Mütze. Habe ich denn keine Mütze? Ja, das ist halt wegen der Giftresistenz. Ich glaube, in nächster Zeit gibt es ja keine Giftgegner. Ein bisschen überlegen, die großen Salamander dann irgendwann mal. Neue Resistenz wegen einem Siege Golem vielleicht. Ah, ist ja auch Feuerresistenz. Ja. Okay, gut. Und wegen den, wegen dem Hafen, der brennt da unten. Oh. Und da, ich müsste das nach oben. Ui. Also noch einen besseren Bogen, der macht halt relativ wenig Schaden. Smoke Bomb eher auswählen wieder. So. Ja, noch ein bisschen Zeit haben wir für den Start. Jojo. Also der Bild muss noch ein bisschen reifen bei uns. Also wir brauchen einfach die Items. Ein bisschen den Bild besser machen. Aber ich finde den Schaden halt toll. Schnelligkeit und so. Ich will bei diesem Bild bleiben natürlich. Ich kann nicht switchen. Also tu nicht gern, nie gerne switchen. Aber ich bin halt auch einer, der Informationen braucht. Ich brauche unbedingt irgendwelche anderen Builds manchmal und so. Ein bisschen so. Bin ein bisschen zu zwiegespalten. Bin ein bisschen ratlos, wenn Builds manchmal auch nicht gut gehen oder so. Ja, so einer, der sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich doch wieder ein neuer Bild machen? Nee, lieber nicht. Und trotzdem ist manchmal
Aber so mega durchbeißen macht halt einfach keinen Spaß. Mit dem Bild geht's noch. Aber ich werde öfters wahrscheinlich jetzt sterben. Ich gehe aber trotzdem wieder zuerst Monolithen, also nicht beschweren, aber man findet einfach Items dort. Was man einfach braucht. Wenn ich jetzt einfach hier in der Kampagne weitergehe, dann ja, habe ich so das Gefühl, Spiel ist gegen mir. Wir haben den einen Idol-Slot überhaupt noch nicht. Also die obere Reihe einfach. Wir müssen also nochmals runtergehen. Wir müssen einfach nochmal noch weitergehen. Also hier, hier muss ich kurz schauen. Das ist mir ein bisschen zu kompliziert jetzt. Okay, einen Punkt dort raus. Okay. Den nehme ich nicht raus, weil ja, Hit Damage ist besser als zum Beispiel hier. Mehr Ring, also wir haben einfach nicht mehr. Und hier haben wir Multiplayer. Also jetzt machen wir sehr schnell viel mehr Schaden wegen dem. Gut. Ja. Also damit ich auf Nummer sicher sein kann, muss ich mal kurz schauen wegen der Zeit. Ich hoffe, dass das nicht wieder abstürzt und wieder von der Aufnahmen ganz kaputt sind. Ist jetzt nicht mehr so passiert mit MSI Afterburner, aber irgendwie liegt es halt einfach an Windows oder an der neuen Hardware. Festplatte zum Beispiel auch. Treiber von Grafikkartentreiber zum Beispiel oder so. Dass ich dann manchmal einfach diese Abstürze habe. So viele Abstürze, so viele Lösungen, aber die lösen sich alle, also wegen mir gar nichts. Oder? Sie sind auch immer alt. Windows 11 hat sich so verändert in letzter Zeit, dass die Lösungen gar nicht mehr für meinen PC stimmen, weil sie einfach anders sind. Also diese Dictionary Arcade-System-Zeugs hat dann plötzlich am Schluss dann kein Local-Maschine oder Config-Zeugs irgendwie, hat sich alles ein bisschen verändert. Ja, gut, kenne ich mich eben damit nicht. Aber wenn irgendwas nicht, ein Untermenü nicht da ist, kann ich einfach nicht weiter, oder? Dann kann ich ja Problem nicht lösen, weil es nicht da ist. Wieso macht das Windows wieder raus oder nennt es um? Aber ich habe ja überall reingeschaut und dort gab es dann auch nicht die weiteren Folders oder das Menü, die Datei. So. Lösungen, die halt einfach nicht funktionieren. Es ist echt schade, dass der Entwickler da einfach Windows 11 umgestellt hat. Ich habe gesagt, Windows 11 sei sehr viel sicherer. Ich wurde noch nie irgendwie attackiert. Ich fühle mich sicher. Ich würde mich auch bei Windows 7 noch sicher fühlen. Ich mache halt nicht den größten Scheiß. Wie kommt man hier rauf? Es gibt zwei Kisten. Eine vor dem Giftboss in Akt 5 und eine Kiste hier. Wo man gar nicht hinkommt, liebe Entwickler. Fix das, please. Ich will Kisten öffnen. Mhm. Aber wieso ist in Last Epoch es noch schwieriger, an Resistenzen zu kommen? Ja, weil man halt einfach zu viele gute Items hat mit null Resistenzen. Also hier zum Beispiel die Rüstung, null Resistenzen. Immer noch so ein Anfängerquatsch. Ein Gürtel, null Resistenzen. Die Schuhe, null Resistenzen. Nur hier haben wir ein bisschen Elementarwiderstände, aber. Meine Güte. Ein Unique mit Elementarwiderstände. Heftig. Okay, ich muss die Quest jetzt noch machen, damit ich die Idol-Slots bekomme. Einfach.
wieso haben sie das noch weiter in die Story reingefügt? Ah, Idols hat sich behandelt. Okay, gut. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ja, Video. Dürft gerne wieder einstellen. So. Und ja, einen wunderschönen Tag. Bis denne. Tschüss.